Hi, hier ist der Michael von Miga Caravan aus Dingespiel. Heute geht's mal um ein Video über Algo-Hubstützen. Algo-Hubstützen, machen die Sinn, machen die keinen Sinn? Das ist die große Frage. Wir zeigen euch mal, wie die ganzen Stützen montiert werden, beziehungsweise auf was man da speziell achten muss, wenn man solche Hubstützenanlagen verbaut. Das haben wir schon sehr oft gemacht und das ist in bestimmten Situationen ein bisschen tricky. Fiat Ducato ist sehr leicht oder sehr einfach. Mercedes ist ein bisschen schwieriger durch eventuellen Allrad. Beziehungsweise auch vorne der Zugkopf, der hat ganz verschiedene Achsaufhängungen beziehungsweise Platz. Und da ist es ein bisschen tricky, da die Stützen dementsprechend anständig zu verbauen. Es gibt aber einfache Dinge, die man beachten muss, dass die Stützen schön gerad sind und dass man auch dementsprechend die Kabel alle schön sicher legt, die Hydraulikkabel sehr sicher legt und auch wenn die Stütze einfährt, dass sie natürlich genug Platz drumherum hat, damit die nirgends anstößt und so weiter. Das alles zeige ich euch. Da mal ein kleines Technikvideo, wie man die Anlage dementsprechend verbaut. Über die Sinnhaftigkeit oder Unsinnigkeit von Algo-Hubstützen kann man sich, oder Stützen allgemein, da gibt es ein tolles Video von Markus Fan for Van in seinem Kanal. Er hat sich für die Elefantenfüße entschieden. Die klassischen Wohnmobile nehmen dann doch eher die Hubstützen, die normalen Zylinderhubstützen. Sinn oder Unsinn, ich finde sie sehr sinnig, ich finde sie sehr praktisch in der Handhabung, im Tun, weil nicht nur, dass mein Auto sich ausnivelliert und immer gerade steht, wir kennen das alle, wenn man zum Beispiel mit dem Abwassertank aufmacht, dadurch, dass viele Fahrzeuge sehr kopflastig stehen, haben wir den Vorteil, mit solchen Hubstützen gibt es eine Programmiertaste, Abwassertank entleeren, dann kippt es sich so leicht auf die Seite, genau in die Richtung, wo das Ablassventil ist, damit auch wirklich alles rausgeht, weil sonst bleiben oder oft bleiben da immer ein paar Liter drin. Der nächste große Vorteil ist natürlich das einfache Ausnivellieren des Fahrzeuges. Knopfdrücken, baff, Fahrzeug steht gerade. Das ist richtig. Aber dazu kommt noch ein großer Vorteil. Das Fahrzeug steht auch still. Denn wenn wir auf unsere Reifen stehen, haben wir ja ein Fahrwerk drin. Und wenn wir uns natürlich nachts im Bett umdrehen, bewegen oder aufstehen oder durchs Wohnmobil laufen, schunkelt das Wohnmobil natürlich immer ganz leicht, was den einen oder anderen vielleicht stört. Und das habe ich natürlich bei Hubstützenanlagen grundsätzlich nicht, weil sie schön feststehendes Fahrzeug von den Reifen rausheben, aus die Federn heben und dementsprechend massiv steht und da wackelt gar nichts mehr. Das ist natürlich schon richtig praktisch und macht richtig Sinn. Dann gibt es aber noch ein Sinn, den habe ich so noch gar nicht groß beleuchtet, was aber auch sehr gut ist. Wenn man sich mal festgefahren hat, Wiese zum Beispiel, rutschiger Untergrund, ich nehme meine Anlage, heb mein Auto kurz hoch, unterlege meine Reifen sauber, lasse das Auto wieder ab und kann zügig aus der Wiese rausfahren, zum Beispiel. Auch ein großer Vorteil. Auch Reifen wechseln. Man bockt das Auto einfach auf die Hubstützen. Allerdings muss man jetzt aufpassen. Es gibt Anlagen, da muss man einen Dreibein-Sicherungsständer drunter stellen, damit, wenn mal was passieren sollte, damit natürlich der Person, die da drunter liegt oder Reifen wechselt, nichts passiert. Aber grundsätzlich relativ einfach. Man bockt das Auto einfach hoch, stellt so eine Stütze drunter als Sicherung und schon kann man die Reifen demontieren, ohne dass man einen riesen Act hat, das Auto hochheben muss oder sonstiges. Also es hat schon viele, viele, viele Vorteile, so eine Hubstützenanlage. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir gehen kurz in die Werkstatt und gucken uns das einfach mal live an, wie wir die verbaut haben. So, hier in unserer Werkstatt ist wieder einiges los. Hier sehen wir einen Teil integrierten, hier noch einen Teil integrierten, der auf der Hebeanlage schon mal vorbereitet ist für die Montage der Algo-Hubstützenanlage, um die es jetzt auch in diesem Video explizit geht. Hier haben wir noch einen Crafter stehen, der kriegt eine EcoFlow-Einbindung. Und jetzt widmen wir uns aber diesem Fahrzeug.
Das ist ganz interessant, weil hier verbauen wir Alkohubstützen und da möchte ich euch mal einfach so ein bisschen mitnehmen, was da dementsprechend alles zu tun ist und worauf wir achten müssen. Hier sehen wir den montierten Zylinder, der dementsprechend mit den Leitungen, Hydraulikleitungen versehen ist, wo man natürlich ein Wellrohr einpacken, damit nirgends Scheuerstellen entstehen. Auch hier oben wichtig ist, dass der Zylinder immer recht gerade sitzt oder richtig gerade sitzt, damit ein Aufkrätschen vermieden wird. Auch hier haben wir den rechten Zylinder. Hier sehen wir mal den losen Hydraulik und das lose Stromkabel, aber schon eingepackt in Riffelrohr, was dann dementsprechend alles noch anständig verbaut und versteckt wird, mit Kabelbindern versehen. Jetzt sind wir bei den vorderen Zylinder. Da ist natürlich genauso wichtig, dass sie gerade ordentlich verbaut waren. Hier haben wir eine Besonderheit, hier sind wir in Auspuffnähe, somit muss Hitzeschutz um auch die Hydraulikleitung umgewickelt werden. Das ist ganz wichtig, weil nicht, dass die Hitze zu sehr über die Hydraulikleitung geht, damit da irgendwas aufschmelzen kann. Hier kommen jetzt nur noch die Teller drauf, die sehen wir hier unten. Das sind die Teller, die dann gleich noch montiert werden. Und so ist der Zylinder letztlich dann fertig und ausgiebig gut montiert, damit dementsprechend das Fahrzeug gut aufgebockt werden kann. Und jetzt haben wir mal den Blick nach hinten von vorne, da sehen wir auch die ganzen Aggregate dementsprechend. So, hier haben wir noch die Steuerung, das ist die Steuereinheit für den Alkohubstützen, da gehen alle vier zusammen und dann geht es einmal nach innen in die Fernbedienung. Die wird ja im Fahrzeug verbaut mit einem langen Kabel, damit man dementsprechend die auch nach außen führen kann. Man hat zwei Programmierstufen, man kann die Hydraulikzylinder einzeln ansteuern, man kann sie zusammen ansteuern und so weiter. Hier haben wir jetzt noch die Wiegefunktion, die kommt auch noch in dem Fall obendrauf mit einem Kabel dementsprechend angeschlossen. Die wird außerhalb vom Fahrzeug verbaut, auf dem Steuerkasten draufgesetzt, damit wir die Wiegefunktion auch haben. Inkludiert mit der Wiegefunktion haben wir den Vorteil, wir können jetzt auch noch das Ganze mit dem Handy steuern. Einmal oben hier die Fernbedienung abgebildet, jedoch mit dem Handy, dann hat man kein Kabel mehr in der Hand. Echt positiv und toll zur Bedienung, die App ist richtig gut. Und dann können wir natürlich alle Zylinder auch hier einzeln steuern. Macht richtig Sinn, finde ich sehr praktisch und ist auch vom Handling her wirklich sehr, sehr angenehm. Man kann auch entsprechend die Wiegefunktion ansteuern. Das sehen wir jetzt. Da geht man dann unten auf Jetzt wiegen. Dann beginnt der ganze Prozess. Das Fahrzeug wird hochgehoben, alle Zylinder freigesetzt, also dass die Reifen nicht mehr den Boden berühren. Und dann geht es wieder nach unten. Man muss ein paar Klicks durchführen und schon haben wir die gesamte Wiegefunktion. Und das ist echt eine richtig geile Option. So, ich denke, ihr habt gesehen, dass es schon ein ziemlicher Aufwand ist, auch diese Anlage zu verbauen. Wichtig ist halt wirklich Wellrohr, Hitzeschutzrohre, um die ganzen Thematiken drumherum zu machen, damit es alles wirklich safe ist und damit da wirklich nichts passiert. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Die Kabel müssen richtig verzurrt werden, die Kabel müssen richtig stehen und aufgerollt werden. Die Hydraulikleitungen dürfen sich nirgends quetschen und. Das ist das Nonplusultra bei so einer Montage von Hubstützenanlagen. Ganz toll finde ich natürlich, gerade bei der Alco, auch diese App-Steuerung mit der Wiegefunktion, das ist richtig sexy. Wiegefunktion schon wichtig, wenn man nach wie vor mit 3,5 unterwegs ist, man hat nicht viel Reserven, macht sowas schon richtig, richtig Sinn, weil dann kann man sein Fahrzeug durchaus mal kurz anwiegen und sagen, okay, ich bin noch im grünen Bereich, plus minus paar Prozent rauf und runter, aber ich bin safe. Und was die Wiegefunktion auch ist, die ist wirklich sehr genau. Also wir haben eine Wohnmobilwaage und wenn wir solche Wiegefunktionen verbauen, dann wiege ich immer Auto vorher und gucke dann dementsprechend, was kommt bei der Wiegefunktion der Stützanlage raus.
weil wir natürlich die Parameter dementsprechend einstellen, damit das richtig genau ist. Das macht richtig Sinn und da finde ich das auch durchaus gerechtfertigt. Also das ist schon richtig geil. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es ist das mal ein bisschen kürzer geworden. Das nächste Mal haben wir wieder ein ganz tolles Video von unserer Concorde, von unserem Morello, das dann fertig ist. Und dann habe ich noch einige schöne andere technische Details, die ich euch da zeigen möchte. Und da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Ich sage in diesem Sinn, auch wenn das Wetter nicht mit uns ist, es ist tierischer Regen überall. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein wunderschönes Wochenende. Dieses Wochenende sind ja ganz viele Treffen gewesen. Joghurtbecher-Treffen, Abenteuer, Allrad und so weiter. Vielleicht wart ihr ja auf den ein oder anderen Treffen zugegen und ihr habt ein bisschen Glück gehabt, mit dem Wetter ein paar Wolkenlöcher erwischt. Ich würde es euch wünschen, dass es schön war. Wenn nicht, war die Gesellschaft auf alle Fälle toll und mit einem Camping-Auto unterwegs zu sein oder mit einem Wohnmobil unterwegs zu sein, ist immer schön. Macht ja immer Spaß. Also, ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin, bleibt mal gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Micha. Bis bald. Ciao, ciao.